Ha, war doch gar nicht so schwer. Das ist doch cool, wenn du direkt alles in der Bude drin hast. Waschküche und sowas. Kann ich das hier unten nicht wegräumen? Der Tag mit Gabe scheint eine Million Jahre zurückzuliegen. Es ist nicht mal eine Woche her. Ja, das richtige Spiel für dich, Petra, oder nicht? Hast du die Tage schon gespielt? Na dann leb wohl, Depressionsfutter. Die Wohnung ist der Spiegel der Seele. Stimmt's, Dr. Lin? Ja, Musik, müssen wir mal gucken, ob wir die laufen lassen können. Da ist schon geile Musik bei, so ist es nicht. Gabe hat Steph wirklich viel bedeutet. Also den ersten habe ich, glaube ich, auch. Lass mal gucken. Viel zu viel Text drin, ne? Das ist so. Wer liest das? Ich lese es jetzt nicht. Was? Und der Akku müsste mal so fast geladen werden, ne? Wir haben so viele Sachen gar nicht mitbekommen, ne? 5 weggelaufen, okay. Ja, nein, 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 du musst das so sehen. Der Akku hat nur noch 75%. Das könnten gleich nur noch 50 sein. Bei dem, was die Handys heutzutage alles können, ist das ja kein Wunder. Ich habe ein neues Handy, mehr oder weniger. Was heißt neues Handy? Ich hab mal als Geschenk gekriegt von einem Arbeitskollegen. Das habe ich immer noch. Und der Akku hält eigentlich relativ lange, je nachdem, was ich damit mache. Nur meine Kopfhörer halten nicht allzu lange. Nach 7 Stunden ist der eine Kopfhörer dann schon leer. Das ist halt, ja, was soll ich sagen, normal im Endeffekt. Die werfe ich bald weg. Ich schwör's. Keine Vögel heute. Gabe hat diesen Ort wirklich geliebt. Gabe war schon voll der Dad.
Das Ding liegt schon eine Weile hier. Ist das nicht von Steffs alter Band? Warum kann ich das denn nicht machen hier? Warte. Zentriere Kamera. War das linke? Du könntest auch hier bleiben. Ich hätte wirklich nichts dagegen. Super. Dann wäre ich die einzige Transgender-Person in einer Stadt mit einer Bevölkerung von 4 oder so. Klingt ja toll. Danke, dass du mich nicht aufhältst. Es tut mir leid, Izzy. Es liegt nicht an dir oder der Band. Ich liebe den Scheiß. Aber ich muss das hier versuchen. Es ist einfach Zeit für etwas Neues. Ich wusste es. Ich wusste, dass das irgendwann passiert. Verdammt. Man sieht sich, Steph. Ich wette, mit Gabe hätte sogar Golfen Spaß gemacht. Können wir nicht einfach golfen? Aber schicke Blumen, ne? Für uns als Allergiker wäre das nix. Eine Pollenallergie? Ja. Ist nur der Anstecker hier oben? Anscheinend. Dann gehen wir wieder runter. Obwohl, da hinten haben wir auch noch ein bisschen Wasser. Was haben wir da denn noch schönes? Windspiel, Tür. Warum in den Himmel schauen, wenn man sich stattdessen eine Skulptur ansehen kann? Oh, Kaktus. Kaktus ist cool. Und dann hast du noch so einen kleinen See nebenbei mit Wasserfall. Einfach mal 5 Minuten hinsetzen. Scheiß auf die anderen. Nix für mich, Blumen wachsen alle knusprig. Ich habe wirklich geglaubt, dass hier wär's. Endlich. Trotz all der Enttäuschungen habe ich mir erlaubt, daran zu glauben. Ich habe dir echt geglaubt. Voll und ganz. Und ich habe wieder gehofft. Wirklich gehofft. Nach so vielen Jahren. Selbst nachdem ich ausgerastet bin und dich geschlagen habe, hast du dich nicht von mir abgewendet. Du hast da gesessen und gesagt, dass ich kein Wrack bin. Dass ich etwas Besonderes bin und hierher gehöre. Dann bist du gestorben. Und ich weiß nicht, woran ich jetzt glauben soll. Ich weiß nur, dass du wieder weg bist. Und ich noch hier. Allein. Copyright! Ich muss das Video die nachher auf Twitch löschen. Weil Copyright-Musik. Ja, die Aussicht ist wunderbar. So, wenn du das hättest, oben so diese Bude, weiße. Oben schön ne Balkon, wo du schöne Aussicht hast und so. Bestimmt, wenn das jetzt so warm wäre, wie jetzt so, wäre richtig geil. Grill, Bier raus, bisschen mit Freunden quatschen. Anschmeißen und so. Das wäre, glaube ich, schon geil. Ich habe Barkeeper Gabe nie in Aktion gesehen. Doch er hat mir keine leichte Aufgabe hinterlassen. Danke, Jed. Das ist schon echt cool eigentlich.
Ich sollte auch etwas beitragen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Vielleicht finde ich oben etwas, das ich der Gedenktafel hinzufügen kann. Gabe hätte es gefallen, dass es auf seiner Trauerfeier Bier gab. Dann müssen wir gleich mal gucken oben. Ich will den Stuhl jetzt nicht aufheben. Wir gucken jetzt erstmal, was wir noch hier haben. Dann gehen wir nochmal nach oben. Ich weiß zu schätzen, was Sie für mich tun wollen, Mr. Lucan, aber ich bleib nicht lang und ich nehme keine Almosen an. Aber lösen Sie den vielleicht nicht sofort ein. Ich denke, Gabe hatte mehr Spaß an seinem Job als alle anderen. Hat sie sehr häufig erzählt. Jukebox werden wir jetzt nicht benutzen, ne, wegen Stream und so. RM und TB. Wer die wohl waren? RM? Schwierig. Muss ja irgendeiner von denen gewesen sein, oder? Ist es irgendwelche, die nicht mehr, die es nicht mehr gibt? Ob ich hier oben etwas finde, das ich zu Gabes Gedenktafel hinzufügen kann? Ist die Frage, was? Was packen wir denn dahin? Käse? Asche? Eine meiner glücklichsten Erinnerungen. Danke. Ja, das Album. Das ist perfekt für seine Gedenktafel. Das ist das, was ich dir mal geschickt hatte. Das ist ganz cool eigentlich. Wir können ja doch ein bisschen schneller laufen. Ich bin froh, was für Gabes Tisch gefunden zu haben. Das musst du nicht machen. Zu spät. Ich möchte mich entschuldigen. Im Namen aller. Wir trauern alle, aber das macht's nicht besser. Es war die Trauerfeier deines Bruders. Ihr beide habt was Besseres verdient als ein paar Idioten, die streiten. Ich weiß es zu schätzen. Es war ziemlich hart. Auch wenn es wohl kaum eine gute Version einer Trauerfeier geben kann. Nein, es gibt keine gute Version. Wir versuchen nur, es so gut wie möglich zu überstehen. Das war nicht die erste Trauerfeier hier. Und wohl auch nicht die letzte. Naja, wenn ich dir irgendwie helfen kann, sag Bescheid. Ich rede nochmal mit Mac. Er lügt so krass. Ich weiß nur nicht, warum. Eine Idee, wo ich ihn finde? Ja, er hilft Eleanor im Blumenladen. Such am besten dort. Danke. Nur noch ein guter Rat. Du wirst vielleicht nicht die Antwort finden, die du suchst, wenn es denn eine gibt. Also,
setz nicht all deine Hoffnung auf McLauden. Es ist sehr lieb von dir, aber was soll ich sonst nur tun? Ich wünschte, ich hätte eine Antwort für dich. Aber wenn du Zeit hast, bevor du einen auf Dirty Harry machst, dann schau bei der Apotheke vorbei. Charlotte will dich sehen. Und eins noch. Den wollte ich dir die letzten Tage schon geben, aber ich hab dich da oben nicht stören wollen. Damit kommst du durch diese Tür und die da oben. Das ist jetzt dein Zuhause, solange du möchtest. Was ist mit Miete? Ich will kein Schmarotzer sein. Mach dir darum keine Sorgen. Wenn es irgendwann soweit ist, finden wir dafür schon eine Lösung. Danke. Zeig's ihnen. Ich hab keine Ahnung, was ich sagen soll. Der Spruch schon kommt, ich muss mit dir reden, da kommt irgendeine Scheiße bei rum. Du wüsstest, was ich wüsste. War sonst noch irgendwas hier? Ich habe auch noch ein Tagebuch. Isabelle Kummer. Ein Mist, ja. Erinnerung. Gelb, Fragezeichen, Erinnerung. Meetcheck, Mac, Mike, Anstecker, Chat, Telefon. Ja, da kannst du halt gucken, welche Erinnerungen. Also mir fehlen eigentlich, bis auf alles habe ich zwei, bis auf zwei Folge habe ich eigentlich alle. Wie gesagt, ich weiß halt, wie es endet, deswegen. Ich spoiler es auch, ich auch nicht. Keine Sorge. Kind, du kannst ruhig durch die Tür gehen. Ich hab's jetzt nur angemacht, damit wir das auch durchkriegen. Was sind jetzt noch zwei Kapitel, glaube ich, und dann sind wir komplett fertig. Muss ich mal gucken, wann ich die mache. Weil die Stadt gibt's übrigens wirklich. Aber nicht so jetzt, wie sie es hier gemacht haben, aber so ähnlich gibt's die. Okay. Jet meinte, ich finde Mac vielleicht im Blumenladen. Aber ich habe Zeit, in der Apotheke vorbeizusehen, falls ich... ...ich will. Ja, wir gehen auch gleich jetzt zur Apotheke. Aber erstmal gucken wir uns nochmal um. Motorräder, richtig schöne Ratten hier. Oh, hast du von dem Unfall gehört? War es in den Nachrichten? Und hast du die, guck mal, du kannst ja auch so, so ein Boot nehmen und dann durch die Gegend chippern mit. Schon nicht schlecht das Ganze. Ist nur scheiße, wenn es dann überläuft. Den Park sollte ich mir bei Gelegenheit anschauen. Ohne das Paddeln wäre Kajakfahren echt mega entspannend. Ja, das ist halt das Problem, ne? Man muss da Kajak fahren. Sorry fürs Plattmachen eurer Berge. Hier habt ihr eine Parkbank. Ja, echt, ich muss mal kurz in die Einstellung. Oh, ich komme nicht mehr ins Spiel. Ja, doch jetzt. Ja, genau, das könnte man auch tun, aber ich kann nicht baden, deswegen ist das egal und danke. Ich mache den Barjob noch nicht allzu lang, aber ich bin ziemlich sicher, dass die in der Bar sein sollten.
Oder kannst du dir einfach einen saufen? Du schreibst einen Roman? Was, wenn ich morgen sterbe? Genau wie dieser Typ. Hatte ich ein gutes Leben? Was soll man darauf bloß antworten? Darauf kannst du nichts antworten, wenn es kommt. Hey, das ist doch toll. Du doch sowieso ein. Erinnert mich irgendwie an The Wicker Man. Cool. Und hier hast du noch so einen kleinen Fluss. Also schon nicht schlecht, ne? Hört endlich alle auf, mir zu sagen, dass es okay ist. Das ist es nicht. Fuck. Gabe zu verlieren ist schwer genug, wenn man angeblich erwachsen ist wie ich. Aber für Ethan... Einfach furchtbar. Er war noch so jung. In dem Artikel geht es sicher um Gabe. Ich glaube nicht, dass die Stadt Teil einer heidnischen Sekte ist. Aber ausschließen kann ich es nicht. Was, wenn ich ein Ausnahmetalent im Discgolf bin, aber nie die Chance hatte, es herauszufinden? Ich denke, es ist wahrscheinlich besser so. Der ganze Fußverkehr kommt hier durch. Den Gerüchten nach wie. Hoffentlich sind die Kunden hier netter als in Denver. Ich war noch nie in Denver, aber ich verspreche, die Leute hier sind nett. Was ist eigentlich mit dem Unfall? Das macht mir schon Sorgen. Als Teifen bankrott. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, in der Apotheke vorbeizuschauen. Ich wollte eigentlich gerade hin. Mit mir reden.